Ein wesentliches Werkzeug, was hier auf alle Fälle bei diesen Bildhauerwerkzeugen dabei ist, ist hier das Refine and Reduce Werkzeug. Diese beiden Werkzeuge sind sehr wichtig, weil du mit ihnen das Netz verändern kannst. Angenommen, du hast hier das Flatten Tool verwendet, um hier den Hinterteil deines Tierchens abzuflachen und möchtest, dass der Rand schärfer ist, dann verwendest du hier das Refine Tool und gehst da drauf und machst einfach das Netz viel feiner und gehst dann wieder auf dein Flatten Tool und siehst, dass die Kanten viel schärfer werden. Dadurch, ich gehe hier nochmal mit der Stärke rauf, mit der Größe runter. Und da merke ich richtig, wie ich schärfere Kanten erzeugen kann. Und natürlich ist dieses Refine-Tool auch umgekehrt einsetzbar. Du könntest jetzt Reduce gehen und kannst das Netz wieder an das andere Netz anpassen und somit vereinfachen. Denn je weniger Triangles du hast in deinem Werkstück, umso weniger muss der Computer rechnen und umso weniger kompliziert ist das Ganze dann auch für andere Programme zu verarbeiten. Das bedeutet natürlich auch, wenn ich jetzt hier mal den Pinsel auf die größte Größe und die härteste Stärke gebe, dass ich hier das ganze Tierchen in sehr, sehr grobe Tries umwandeln kann und dadurch natürlich stark abstrahieren kann bis zur Unkenntlichkeit. Um es nachher vielleicht wieder, du siehst also, es werden immer mehr Dreiecke zusammengelegt, bis es nicht mehr geht. Es geht noch sehr viel weiter und es entsteht eigentlich nur noch der Rest einer Form. Um wieder etwas Neues zu gestalten, habe ich jetzt wieder das Refine-Modus genommen. Du siehst, gleich entstehen neue Tries und das Ganze kann man weicher gestalten und auf einmal wird das Ganze wieder weniger eckig, kantig und organischer und ich könnte mir wirklich noch überlegen, ob man daraus noch ein Tierchen machen kann. Wie gesagt, jetzt sind die Oberflächen wieder weich. Allerdings von dem Häschen ist nur ansatzweise etwas zu sehen.